Hallo, meine lieben Ananäschen und willkommen zurück beim Eldaria Sommer Event. Es sind mittlerweile schon wieder 7 Tage vergangen, glaube ich. Ich meine, das letzte Video hätte ich vor einer Woche gedreht, ne? Naja, auf jeden Fall wurden die Daten mittlerweile angepasst. Ihr seht es oben an der Uhr, 23 Tage sind es noch. Und ich würde sagen, wir kriegen zwar noch kein komplettes Outfit zusammen, aber ich wollte trotzdem mal eben einen Zwischenstand geben. Bei der Insel-Olympiade habe ich, glaube ich, bisher einmal verkackt oder so. Und beim Muschelversteckspiel schon mehrere Male. Deswegen würde ich sagen, wir spielen jetzt die letzten Partien von heute und werden uns dann mal ein paar... Oh mein Gott, nein, ich habe meinen Ton an. behoben. Ich finde es tatsächlich auf dem Handy deutlich einfacher, weil... weil es gefühlt langsamer ist und man auch auf dem Bildschirm mehr sieht. Hier muss man sehr schnell reagieren und das wird ja noch schneller. Meine Augen machen das gleich wahrscheinlich wieder nicht mit. Oh fuck. Also da hatte ich auf dem Handy tatsächlich bisher, wie gesagt, keine großen Probleme mit. Ja. Immerhin trotzdem 2 Muscheln bekommen. Ich hoffe, das wird beim Muschelversteckspiel jetzt genauso sein, weil meistens verkacke ich da bei der letzten Stufe. Ich muss auch mal eben gerade gucken. Ja, ich muss runterscrollen, damit ihr das ordentlich seht, ne? Genau. Okay, schön gucken. Gefühlt ist das hier noch langsamer als auf dem Handy. Was mir aber nur zugute kommen würde. Weil auf dem Handy ist es mir tatsächlich ein bisschen zu schnell. Aber ich habe halt auch nicht immer Zeit, an den PC zu gehen, um da zu spielen. Perfekt. Ja, es ist deutlich langsamer als auf dem Handy. Aber alles gut. Wir können jetzt einige Muscheln eintauschen und wir können uns sogar aussuchen, für welches Outfit. Und da ich wirklich, wirklich, wirklich... Marvelous Manta am unbedingtsten haben möchte von den Outfits. Danach kommt Legend of the Sea und danach erst Abyss Creature. Würde ich sagen, wir tauschen jetzt hier unsere... Muscheln für ein. Also ihr habt ja gesehen, ich habe 157 zu diesem Zeitpunkt. Oh, ich weiß gar nicht. Auf was für eine Farbvariante gehe ich denn? Das sieht so ein bisschen nach Seetang aus, finde ich auch ganz charmant. Das sah so ein bisschen rostig aus, finde ich auch cool. Die Farbe mag ich einfach sehr gerne, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Silber. Oder? Ja, doch. Also muss man immer einzeln machen. Alles klar, okay. Also ein Outfit-Teil kostet ja 20 Muscheln und wir können uns jetzt das Tattoo aussuchen. Ich sehe jetzt tatsächlich gar nichts. Ach, ist das das unter den Augen? Okay. Ja, schwierig, weil man es kaum sieht, dadurch, dass man die Hautfarbe ja auch noch gar nicht hat. Ich glaube, ich nehme das Mintgrün. Weil mir das Weiß
Oder dass dieses Hellblau doch ein bisschen zu langweilig ist. Jetzt die Handschuhe. Ja, die Aufteilung ist echt schwierig. Also ich hätte mir gewünscht, dass man sich zuerst größere Teile aussuchen kann. Gehe ich auf eine schwarze Variante? Na, das würde gut zu den Ketten passen. Das gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme diese Standardvariante. Oder nehme ich schwarz? Ne, ich nehme die Standard. In weiß sieht das Ganze bestimmt nachher auch mega aus. Das ist jetzt die Krone. Die würde natürlich passen gerade. Aber beim Durchschauen gefällt mir die deutlich am besten, deswegen nehme ich diese. Okay, das ist jetzt der Kopfschmuck. Es wäre eigentlich der, der dazu gehört. Hat wahrscheinlich die gleichen Farbvarianten hier wie das, was wir vorher auch schon ausgesucht haben. Ja, weiß sieht garantiert sehr cool aus. Das würde jetzt sehr gut zu dem Kopfschmuck passen und es passt farblich trotzdem immer noch zu dem, was wir hier ausgewählt haben. Ich nehme aber trotzdem die Standardvariante. Zwei Gegenstände können wir uns noch aussuchen. Wir bekommen jetzt den Rücken. Coole Sache. An meine lieben Arbeitskollegen, wenn ihr mir zuhört, leckt mich am Arsch. Hört sich jetzt gemeiner an, als ich bin, aber... Ich hätte doch auf die schwarz-goldene Variante gehen sollen. Aber egal. Ich bleib jetzt der Farbe treu und dann ist gut. Den Mund kann man sich jetzt aussuchen. Oha, okay. Ja, da könnte man ganz sicher davon ausgehen, dass ich hier auf Rot gehen werde. Alles andere macht für mich jetzt gerade wenig Sinn. Ich kann mich nur noch zwischen den rötlichen Tönen entscheiden. Nee, ich nehm das Rot. Und damit, leider weil wir nur 17 weitere Muscheln haben, ist es auch schon vollbracht quasi. 7 von 12 haben wir. Ich würde sagen, spätestens in einer Woche werde ich nochmal ein Update geben und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei euren Muschelsammelaktionen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr schon seid und welches euer Lieblingsoutfit ist. Ja, genau. Dann würde ich sagen... Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen und bis zum nächsten Mal.